Mit dieser wunderschönen Musik möchte ich euch zu meinem nächsten Let's Play willkommen heißen. Ja, wir spielen Final Fantasy 15. Ich habe ja gesagt, ich suche den Steam Shop durch nach einem Spiel, das mir sehr viel Freude bereiten wird, hoffe ich. Und ich glaube, dieses Spiel ist genau das, wonach ich gesucht habe. Also, herzlich willkommen. Ich habe das Spiel auch bloß mal ganz kurz angemacht, um die Grafikeinstellungen zu testen, damit alles flüssig läuft. Ich hoffe, das passt auch. Ich werde es dann beim Schneiden sehen. Und ich spiele das auch völlig blind, ne? Dass ihr wisst, ich habe keinerlei Ahnung. Wenn ihr Sachen wisst, mir weiterhelfen könnt oder sagen könnt, hey du Vollidiot, was machst du da für einen Scheiß? Bitte schreibt es in die Kommentare. So, und bevor das Getüdel hier uns noch ewig eintüdelt, hätte ich gesagt, leg ich mal auch los. Und wir spielen auf normal. Hoffe ich, das geht. Und ja, ich möchte das Tutorium spielen. Und ich werde auch nicht alles vorlesen. Ich glaube, es ist nämlich komplett vertont, bis auf die... auf komische Sachen. Gut, ich werde versuchen, es vorzulesen. Mal gucken. Hallo, schöner Mann. Der hat aber Ohren. Ich spiele es übrigens mit Controller. Hallo Noct. Oh, ich heiße wahrscheinlich Noct. Schön, dich mal wiederzusehen. Du erinnerst dich doch an mich. Das ist ein Karfunkel. Und das ist ein Kaktor. Willkommen jedenfalls in der Welt der Träume im königlichen Trainingssaal. Du hast eine lange Reise vor dir. Ich werde dir alles beibringen, was du wissen musst, um in dieser Welt zu bestehen. Ich bin nicht so der Schnellleser. Ihr wisst es wahrscheinlich schon. Ich möchte das Kampftutorium. Schieß mal los, Karfunkel. Gladio springt freundlicherweise als dein Trainingspartner ein. Hallo Gladius. Los geht's, egal. Gladiolus? Der hat einen Namen. Okay, verteidigen wir uns. Wie geht das? Dein Training beginnt mit einer Lektion zum Verteidigen. Schön, ne? Finde ich nicht schlecht. Weiche deinem Gegner mit X aus. Halte X gedrückt, um Angriffe automatisch auszuweichen. Sehr simpel. So läufst du nicht Gefahr, den richtigen Zeitpunkt zu verpassen. Ich kann die ganze Zeit auf X bleiben und weiche automatisch aus. Ja. Funktioniert. Großartig. Das üben wir am besten direkt nochmal. Ja. Daneben. Oh, ich bin voll der Jedi-Ritter, oder? Hui. Und der hat so ein Riesenschwert, dass er es gleich gar nicht tragen kann. Hammergeil. Okay, Angriff. Angriffsserie B. Mit linker... okay. Mit B greifst du wiederholt automatisch an. Ändere dabei die Bewegungsrichtung, um andere Angriffsaktionen auszuführen. Okay. Wenn du deinen Gegner von hinten mit einem Angriff überraschst, verursachst du 1,5-fachen Schaden. Versuche, so viele Überraschungsangriffe wie möglich zu landen. Ja, geht klar, ne? Also, hau mal einmal hier rein, da rein und so und hier. Und jetzt von hinten. Ja, ne, das war nicht hinten. Nicht drehen. Das war auch nicht hinten. In dem Rücken des Gegners und dann auf die 12. Auf die 12. So, und jetzt? Was kommt jetzt? Gladiolus. Blocken, parieren. Okay. Kriege ich hin. Blocken, wenn du aufgefordert, parieren direkt im Anschluss. Okay. Wenn auf dem Bildschirm die Anforderung zum Blocken erscheint, ist dies deine Chance, den gegnerischen Angriff zu parieren. Okay. Das kriege ich hin. Zum Parieren bleibt dir nicht viel Zeit, also sei auf Zack. Oh ja. Ey. Wie schon jahrelang gespielt, das Spiel. Oh ja. Yeah. Sehr gut. Das zieht aber voll viel ab, gell? So ein Parieren. Nochmal. Smash! Garfunkel, das ist ein Schokobo, ne?
Vorsicht, misslingt dir der Block, steckst du großen Schaden ein. Konzentriere dich daher zunächst auf das Blocken. Es gibt eine spezielle Trainingseinheit zum Thema Parieren. Dort kannst du deine Reflexe stärken. Und nun? Okay, dann wollen wir doch mal sehen, wie du dich verteidige, attackiere, pariere, was das Zeug hält. Okay. Oh, die Musik ändert sich. Und ausweichen und Hit. Und hat, Hut. Mei, mach das so gut. Komm her. Ausweichen. Ich will dir den Rücken hauen. Der läuft jetzt weg, dieser. Ja, das war ein Treffer im Rücken, ne? Stirb! Elendiges Ungetüm! Jetzt haben wir voll zermördert. Was ist jetzt? Aufgabe abgeschlossen. Oh ja, so läuft das, Leute. So läuft das. Die Grundlagen hättest du damit gelernt. Sollte ich dir etwas über eine coole Geheimtechnik verraten? Ja! Warpen und MP. Du hast das Tutorium Grundlagen abgeschlossen. Das nächste Thema ist Warpen und MP. Jo, ne? Machen wir doch mal. Ich muss mal noch kurz was hier einstellen, ne? Dass wir das auch sehen. So. Okay. Warpen und MP. Ja, dann schieß mal los. Ja. Möge der Warp-Spaß beginnen. Die Kunst, sich Blitzschläge zu einer geworfenen Waffe zu teleportieren. RB anvisieren, Y Warp Angriff, RB rechte arretieren. Wenn Noctis einen Gegner anvisiert und sich zu ihm teleportiert, führt er automatisch einen Warp Angriff aus. Bei arretierter Zielfassung bleibt der Gegner auch dann anvisiert, wenn du RB loslässt. Ist ein Ziel anvisiert, folgt die Kamera ihm automatisch. RB. Oh, hi, Christi. Angriff. Ja, das habe ich verstanden. Alter, geht hier voll ab. Weiter im Text. Punkt Warp. Durch Warpen kannst du auch bestimmte markierte Stellen erreichen. Das nennt man Warp. Punkt Warp. Punkt Warp in Richtung der Markierung. Umsehen. Ah, okay. Links ist die blaue Markierung abgebildet. Die Stellen für Warps gekennzeichnet. Die Stellen für Warp, Punkt Warps kennzeichnet. Sieh dich um und versuche mit Y zu warpen, wenn sie auf dem Bildschirm erscheinen. Wo? Da oben. Alter, jetzt hänge ich da. Hammergeil. Während Noctis nach einem Warp-Punkt an seiner Waffe hängt, während Gegner im Sichtfeld automatisch anvisiert. Bam! Okay, MP-Einteilung. Wenn Noctis warpt oder sich verteidigt, braucht er MP. Der blaue Balken zeigt den MP-Vorrat. Okay, wenn Noctis mehr MP verbraucht, als ihm zur Verfügung steht, tritt eine MP-Stase ein. Sein Handlungsspielraum ist dann kurzzeitig eingeschränkt. Oh oh. Behalte den MP-Vorrat immer im Auge und regeneriere ihn rechtzeitig. Wie tue ich das? In Deckung gehen. Okay. Wenn du hinter Felsen und Säulen in Deckung gehst, kannst du gleichzeitig LP und MP regenerieren. Aha. Mach ich doch mal. Achso. Nee. Den, Ich bin voll der Schleichentyp. Wenn ich jetzt da rausgehe. Ach, dann hat er auch. Nach einem Punkt-Warp ist dein Vorrat im Nu wieder aufgefüllt. Halte daher stets Ausschau nach entsprechenden Markierungen. Okay. Und nu? Versuche als letztes Gladius nur mit Warp-Attacken zu besiegen. Orientiere dich an der Hilfe rechts am auf dem Bildschirm verteidigen Decken geht. Ist erlaubt. Okay. Feuer! Weg! Muss man ja aufpassen hier. Und. Smash! Weg!
Nicht erwischt. Bam! Ich glaube, ich hab's kapiert. Ich hoffe es. Das Warpen hättest du damit gemeistert. Finde ich ja auch, ne? Wollen wir uns nun jetzt mit den Resistenzen beschäftigen? Bitte? Wenn das so ist. Oh, jetzt ist dunkel geworden. Ich trainiere ganz schön lange, ne? Resistenzen, Gladius-Angreif. Grau ist alle Theorie. Führe zum Aufwärmen ein paar Angriffe durch. Okay. Oh, nicht springen. Irgendwie sind die Zahlen lila. Wie tut man an, wie sind so? Nein, irgendwie scheint das nichts zu bewirken. Aber warum? Waffen. Die Schadensanzeige ist normalerweise weiß, manchmal jedoch farbig. Gelbe Zahlen bedeuten außerordentlich hohen Schaden. Bei violetten Zahlen ist der Schaden gering. Okay. Gegner haben spezifische Resistenzen gegen die einzelnen Waffentypen. Mit einer Waffe, die ein Gegner nicht liegt, richtest du mehr Schaden an. Achso, ne. Gegen Gladius scheint Schwerter momentan nichts auszurichten. Wechsle deine Waffe und versuche es dann erneut. Bihänder oder Dolche? Okay. Jetzt habe ich was? Jetzt habe ich Bihänder, oder? Ja, leck mich fett. Echt aufpassen. So. Also, jetzt haben wir Dolche. Oh. Ich sollte mal ein bisschen mehr auf meine Deckung aufpassen, weil der Typ greift auch so einfach an. Du hast einen Jagdspeer erhalten. Rüste ihn im Menü aus. Okay, Menü drücken. Okay. Nee, das war nicht das Menü. Das ist ein Menü. Ausrüstung. Im Menü kannst du unter Ausrüstung, Waffen, Accessoires, Kleidung und Kommandos der Gefährten wechseln. Noctis kann maximal 4 Waffen anlegen, einschließlich Zauber. Seine Gefährten nur 2. Check. Noctis. Hier ist leer. Breitschwert. Nee, das hatte ich ja drin. Ich hatte doch... Großschwerter, Lanzen. Schwuppdiwupp. Lanze. Okay, guck mal. Hau ab. So, Lanze. Uha. Jetzt. Schwupp. Ah, die macht mega Schaden. Mega, mega. Also gut, ich muss immer aufpassen, welche Waffe ich auch benutze. 4 zur Auswahl. Als Django von seinem, also von Noctis nur 2. Okay. Zauber musst du ebenfalls ausrüsten wie Waffen. Ich gebe dir zum Ausprobieren mal einen Feuer. Jo. Das Zauberfeuer halten. Ne? Menü, bla bla bla. Zauber werden ausgerüstet wie Waffen. Wechsel zur Kategorie Zauber, wähle dort Feuer. Okay, ah, halt, hier, so. Ausrüstung, Noctis. Also, das Breitschwert war ja am schlechtesten, wa? Also nehmen wir das Breitschwert. Gehen da mal bei Zauber und Rüstung Feuer aus. Das habe ich 5-mal. Also, dann muss das aber auch ordentlich bumsen. So, Zauber, Zauber rein. Komm her, Zauber anwenden. Ja, und okay. Check. Auf die Plätze. Fertig. Feuer! Das hat jetzt voll geleckt. Ich mach nochmal. Nee, es muss aufladen. Oh, das hat einen Cooldown. Okay. Wahrlich zauberhaft. Zauber bereit machen, zielen, loslassen. Ah, okay. Zauber sind mächtig, aber verletzen Freund und Feind gleichermaßen. Pass auf, dass du deine Gefährten nicht in Mitleidenschaft gezogen. Das ist bitter. Wie schon bei Waffen haben Gegner auch gegen Zauber unterschiedliche Resistenzen. Gladius scheint empfindlich gegen Feuer zu sein. Triffst du auf einen neuen Gegner, solltest du daher zunächst ausprobieren, welches Element ihm am meisten schadet. Zu erkennen an der orangenen Schadensanzeige, ne? Habe ich kapiert. Zaubermaschinerie.
Wenn Noctis einen Zauber oder Maschinerie benutzt, kann er keine Warp-Angriffe durchführen. Wechsle bei Bedarf die Waffe. Okido. Was das jetzt? Was kommt jetzt? Resistenzen rausfinden. Um die Schwachpunkte von Gegnern herauszufinden, empfiehlt sich der Wartemodus. Pausenmenü Einstellungen. Wähle unter Kampfmodus in den Einstellungen den Wartemodus. In diesem Modus werden beim Anvisieren von Gegnern deren Resistenzen angezeigt. Oh! So, okay. Gib dir noch etwas Elementarenergie für den Fall. Thanks a lot. So. Gladius Resistenzen scheinen sich nämlich geändert zu haben. Suche eine effektive Waffe oder einen effektiven Zauber und schlag dann zu. Okay. Also. Halt. So. Wo kann man jetzt den... Hier kann man Ausrüstung, hier kann man Magie. Ne? Ja, schön. Arkanes Weben. Du kannst unterschiedliche Elementarenergien auch zum Zaubern mischen. Passt die Menge des verwendeten Elements an und füge gezielte Katalysatoren hinzu, um Zauber aneinander zu ketten und besondere Zusatzeffekte zu erzielen, beispielsweise das Ziel zu vergiften. Ja, jetzt geht's aber ab. Das wird jetzt ein bisschen... Hier... Ich sollte doch hier irgendwas auf Warten tun. Einstellungen. Kampfmodus. Warten. Okay. Und jetzt? Wenn ich jetzt ihn anvisiere. Ah. Also erst gegen Dolche und gegen... das müsste Eis sein. Empfindlich. Ich habe aber leider Feuer. Also hau ich damit zu, ne? Ach, das pausiert jetzt immer wieder. Verschwinde. Also immer... Oh, ich habe ja Zeit. So, jetzt habe ich mich mal weggeportet. Meine Hände. Oh, nee. So. Den hier. Gut. Oh, jetzt bin ich in der MP-Stase. So, ich sollte mal ein bisschen mehr auf seine Angriffe reagieren. Das war daneben. Also immer... Oh, ich muss mich jetzt praktisch verstecken. So. Au. Mach mich nicht fertig. Warte. Nein, ich will... Was will ich denn? Ich möchte jetzt gerne den Warp-Punkt da oben. Ich möchte mich gerne warpen. Geht das? Okay, genau. So, hier lädt es ja auch auf. So. Haben sie ja gesagt. Und jetzt mache ich hier einen auf Dachdecker. So, daneben. Ach nee. Ich hab's noch ein bisschen mit der Steuerung, ne? Man sieht's. Stimmt! Daneben. So. Aber da komme ich noch dahinter. Ich bin ja kein Tastenlegastheniker. Ich habe dir alles beigebracht. Zu guter Letzt möchten wir noch etwas zum Thema Teamwork erzählen. Okay. Du hast das Tutorium Resistenzen abgeschlossen. Das nächste und letzte Thema ist Teamwork. Jetzt machen wir es so, wir sind schon bei 18 Minuten. So ungefähr. Wir machen jetzt noch das Tutorium, auch wenn es über die 20 Minuten geht. Aber dann haben wir das anscheinend abgeschlossen und nochmal dann beim nächsten Mal anfangen ist blöd. Also, los geht's. Okay. Soderle, Wunderle, Barele. So, Teamwork. Dum, 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 dum. Wer bist denn du? Wo kommst du denn her? Kombos. Noctis Gefährten kämpfen automatisch, ohne dass du ihnen extra Anweisungen erteilen musst. Das finde ich nett. In manchen Aktionen von Noctis mit einem Schwert, einem Großschwert oder einer Lanze stimmen seine Gefährten mit Kombos ein, wenn sie in der Nähe sind. Kombos können folgen auf Paraden und Überraschungsangriffen. Okay. So, zu zweit gegen Gladius antreten. Ja, jetzt sind wir wieder voll im... Ich mach mal den Modus aus, weil der geht mir gerade tierisch auf den Senkel. So. Kampfmodus, den können wir ja zu... Not, können wir den ja wieder anschalten, ne? So. Jetzt haben wir dich anvisiert. So. Oh.
Halt, stopp. Oh, danke. Hui. Putz. Wo hat er jetzt mitgemacht? Komm mal raus da. Mein Junge. Ich vergesse immer die Ausweichentaste zu drücken. So. Ja, schieß ihn in den Rücken. Parade. Und zack. Alter. Hammergeil. Wir sind die besten Freunde. Feuer. Kommandos. Wenn ich LB plus irgendwas drücke, kommt ein Kommando. Okay. Der Kommandobalken lädt sich während des Kampfes auf. Gegen ein oder mehrere Einheiten des Balkens führen Prompto, Gladius und Ignis spezielle Attacken aus. Ich glaube, das sind meine Gefährten. Hätte ich jetzt aber bloß so geraten. So, probiere es einmal mit Prompto aus. Ja, aber ganz schön prompt. Er hat aktuell das Kommando Durchschuss ausgerüstet. Okay, das kriege ich hin. Erstmal hier abwehren. So. Und jetzt Durchschuss. Achso, ich muss da noch was drücken. Ja, sag das doch. Zusatzangriffe nach erfolgreichem Kommando. Wenn ein Gefährte sein Kommando erfolgreich ausführt, hast du die Chance auf einen Zusatzangriff. Hammergeil. Neue Kommandos mit unterschiedlichen Effekten können über das Fertigkeitenmenü freigeschalten werden. Manche Kommandos können zum Beispiel Gegner schwächen oder ihnen größeren Schaden zufügen. Mach sie dir zunutze. Also. Ich soll jetzt nach. Soll ich jetzt nachtauen? Kritischer Zustand. Okay, das war bitter. Voll aufs Maul. Fall Noctis LP auf 0, wechselt er in den kritischen Zustand. Er kann dann keine Aktionen ausfüllen, die MPs verbrauchen, zum Beispiel ausweichen. Außerdem sinkt sein LP-Maximum allmählich. Weiterer Schaden verringert es zusätzlich. Sinkt auch das LP-Maximum auf 0, heißt es Game Over. Nach einer bestimmten Zeit erholt Noctis sich aus dem kritischen Zustand. Wenn Gefährten in der Nähe sind, helfen sie ihm, aber oft sofort aus der Misere. Okay. Was ist jetzt? Achso, ich kann jetzt bloß noch laufen. Los, hilf mir! Aber prompto! So, jetzt geht's wieder. Hammergeil. Okay. Das wird mir wahrscheinlich schon noch häufiger passieren. Und jetzt muss ich ihm helfen, oder wie? Prompto ist kritisch. Auch Noctis Gefährten treten in den kritischen Zustand, wenn ihre EP auf 0 fallen. Helfen bei Gefährten im kritischen Zustand. Gefährten erholen sich nicht automatisch aus dem kritischen Zustand. Schock-Schwernot! Hilf ihnen, wenn du in der Nähe bist. Prompto, ich helfe dir! Heilen! Komm, mach mal weiter, Junge. An der holt sich jetzt dahin. Cool. Das LP-Maximum wird nach der Aufhebung eines kritischen Zustands nicht vollständig wiederhergestellt. Gegenstände. Auf RT. Okay. Gegenstände können auch im kritischen Zustand eingesetzt werden. Betrifft die Wirkung nur einen Charakter, muss dieser aus einer Namensliste ausgewählt werden. Benutze ein Elixier, um das LP-Maximum von Noctis und Prompto wiederherzustellen. Okay, wie geht das? So, fünfmal Elixier halten. Hä? Elixier. Prompto? Haust da rein, Junge. Und jetzt? Was? Mach dir den Trank wieder voll. Ach so, ich habe jetzt sein LP-Maximum wieder aufgepäppelt. Das muss ich noch nicht machen. So. Ja. So, okay. Und jetzt, wenn du mit einem Gegenstand LP oder das LP-Maximum heilst, werden kritische Zustände ebenfalls mit aufgehoben. Ja, das vereinfacht die Sache ein bisschen, ne? Krasses Ding. Und jetzt? Schließe dich mit Prompto zusammen, um Gladius zu besiegen. Okay. Jetzt machen wir gleich mal so eine Mega-Attacke. Ging das nochmal? So. Prompto, Durchschuss. Komm. Ach ne. Und. Putz. Putz. Ne. Habe ich mich verstanden. Ich glaube, ich schaffe mich hier ein bisschen. Oh, daneben.
Greift er nochmal an? Nee. Oh. Ich muss ja. So. Durchschuss. Ach, ich werde in der Zeit nicht angegriffen. Zwei Treffer. Ich glaube, ich soll die. Ich sollte das arretieren, dass ich jemanden anvisiere, oder? Das ergibt irgendwie mehr Sinn. So, diese Waffe macht keinen Schaden. Nehmen wir den Speer. Oh ja! Mensch, Meier. Unverwundbar. Warum? Wo sind wir hin? Hallo. Gladius. Alte Schnarchsocke. Doch eine andere Waffe. Dann nehmen wir mal den großen. Ja. Große Waffen bringen großen Schaden. Ne? So. Gemeinsam ist man stark. Was? Nochmal, was? Über das Pausenmenü kannst du jederzeit aus dem Spiel in den Trainingssaal zurückkehren. Neben den Kampfgrundlagen kannst du auch spezielle Trainingseinheiten, zum Beispiel zum Parieren und Zaubern, absolvieren. Keine Angst, wenn du in Gefahr schwebst, dann komme ich und helfe dir oder so. Bis zum nächsten Mal. So, und das war's auch mit der Folge. Ich mache hier ab jetzt Schluss. Ich freue mich aber auch aufs nächste Mal, ne? Mal sehen. Es gab noch ein Tutorium zur Geschichte, ne? Und Geschichte bei Final Fantasy ist natürlich, abgesehen von der supergeilen Musik, das Hauptmerkmal, finde ich. Naja, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.